Ey, Papa, du weißt, was heute ist, ne? Was meinst du? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, woo! In the lights again, it's Saturday, Sunday, woo! In the lights again, woo! It's Friday! Yes, it's Friday! Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf MF Test Drive, wo sich alles um Autos dreht, außer freitags. Da lesen wir die Kommentare vor. MF Test Drive. Ja, nochmal herzlich willkommen zum neuen Video hier auf MF Test Drive. Freitags lesen wir immer die Kommentare vor und besprechen die Videos, die in den letzten Tagen gelaufen sind. Und da gibt es heute ein bisschen was zu erzählen. Gucken wir uns kurz die Kommentare an. Da ist nämlich übrigens das Video, was am Sonntag gekommen ist. Ne? Rein elektrische Reichweite im Mercedes C300. Das habe ich für einen Fritz Willi gemacht, weil der wissen wollte, wie viele Kilometer schafft er denn wirklich in der Stadt. Das ist nicht gut gelaufen. Also irgendwie haben die Leute da keinen Bock drauf gehabt. Ne? Ich weiß nicht warum. Die üblichen haben natürlich wieder kommentiert. Dafür danke auch. Da war jetzt irgendwie nicht irgendwie großartige Fragen. Ralf Eggert hat geschrieben, hätte ich nicht gedacht, aber wie du ja auch im Video erwähnt hast, spielt die Temperatur eine große Rolle. Und das muss ich auch nochmal sagen. Ne? Ich habe mich nochmal mit ein, zwei Leuten unterhalten und die haben mir auch gesagt, ah Mischa, die Temperatur, die haut da echt um einiges nach unten. Deswegen müssten wir es nochmal machen bei, ja, sagen wir mal so 15 bis 20 Grad normale Temperatur. Ich habe ja jetzt eine B-Klasse vor der Tür stehen, ne? Ein Hybrid, ein 250er. Und damit können wir es nochmal ausprobieren. Dann würde ich nochmal Teil 1 und Teil 2 machen. Oder ich verpacke das in einem Video. Genau, ich verpacke es in einem Video, dann ist es auch nicht so viel Stoff. Ne? Ja. Dann hat der Carsten geschrieben, ich habe kurz überlegt und dann in der Nacht drüber geschlafen. Dann nochmal überlegt und jetzt bin ich mir sicher, Elektromotor und Hybrid löst bei mir irgendetwas aus. Ich kann es nicht mehr hören. Beispiel, ich habe regelmäßig Vox Automobil geschaut. Irgendwann kam in jeder Folge nur noch Elektro hier und Elektro da. Seitdem nicht mehr eine Folge geschaut. Für mich ist Elektro nicht alltagstauglich, wird es auch 2030 nicht sein. Ich hoffe, es ist jetzt keine Anspielung darauf, dass du sagst, ey Michael, warum hast du so viel Elektro gemacht in letzter Zeit? Das hat sich halt einfach ergeben. Ne? Das kann ich dazu nur sagen. Und wie ihr alle wisst, es ist im Moment einfach schwierig, Autos zu bekommen. Es ist schwierig, echt hier schönen Content zu kreieren, anstatt einfach nur hier zu sitzen. Und deswegen nimmt man, oder ich zumindest, alles, was ich so irgendwie kriegen kann. Dann hat jemand auf dem Audi Q3 Sportback was geschrieben, cooles Video, aber eines ist mir nicht klar, warum Audi bei Allrad immer voll auf Handschalter setzt. Na, nicht immer. Ne? Und ich glaube, Handschalter wird eh immer mehr nach hinten gedrückt. Deshalb. So, und dann kam am Mittwoch das Video, wie erfolgreich kann man mit Kali sein Auto kodieren. Ich habe das Gerät jetzt gerade nicht hier, ne. Da habe ich euch zeigen wollen, was man mit diesem Adapter alles machen kann und was man da aus- und einkodieren kann. Ich habe in meinem Video versucht, die Start-Stopp-Automatik auszukodieren. Und mir ist nicht aufgefallen, dass er es nicht auskodiert hat. Da hat mich nämlich dann erst der Joe darauf aufmerksam gemacht, oder die Joe, ich weiß es nicht. Der hat geschrieben, ich glaube, der Kodiervorgang für Start-Stopp hat nicht funktioniert, Mischa. Und wenn es bei dir geht, sei froh. An meinem TCR-Modelljahr 2020 geht nichts mehr. Da habe ich geschrieben, doch, hat funktioniert. Der zeigt mir nämlich jetzt immer vor der Fahrt Start-Stopp deaktiviert an. Das war aber nur, als ich morgens losgefahren bin und hatte das gar nicht so gecheckt. Dann habe ich ihm nochmal zurückgeschrieben, du hast recht, es hat nicht funktioniert. Was hat wirklich nicht funktioniert? Und dann hat er mir geschrieben, oder die hat mir geschrieben, ich mache mich mal schlau und schreibe dir bei Instagram. Da haben wir dann auch vorgestern miteinander geschrieben und mir wurde nahegelegt, oder Joe hat mir nahegelegt, oder die Joe, ich weiß immer noch nicht. Vielleicht schreibst du mal kurz in die Kommentare, Junge oder Mädchen. Ich sollte mir OBD11 zulegen und da könnte man das wohl mitmachen. Oder ich sollte einmal alles bei mir runtersetzen und nochmal neu aufspielen. Es ist nämlich so, das erkläre ich auch in dem Video, dass wenn man anfängt, was zu kodieren, dann erstellt Kali immer ein Backup von dem jetzigen Moment. Also heißt, man kann immer wieder zurückspringen auf das, auf die Urversion sozusagen. Das habe ich heute Morgen gemacht und habe dann, ich weiß nicht, ob ihr es noch drin habt, ich gucke mal kurz, ob ich hier Bilder finde. Ja, da sieht man es. Ich mache das mal auf Stopp. So, da sieht man es. Oben Motorstart, Stopp und unten Variante 1. Und nur die habe ich jetzt ausgeschaltet. Und siehe da, Start, Stopp ist weg. Wenn ihr wollt, mache ich dazu nochmal gerne ein kurzes, knappes Video. Vielleicht nehme ich das am Montag auf und tue es dann auch direkt online. Gucken wir mal.
Ja, also es hat auf jeden Fall funktioniert mit Carly. Wenn ihr da Fragen habt, komme ich da auch gerne mal auf euch zurück. Und da haben echt viele geschrieben. Ne? Und auch hier seht ihr auch nochmal, hier 7TCR hat geschrieben, Heimischer, guck mal nach OBD11, zum Beispiel Amazon. Ein direkter Vergleich zwischen beiden Geräten wäre interessant. Und persönliche Meinung. Werde ich tun. Ich werde mal gucken, was das Gerät kostet. Und dann können wir einen direkten Vergleich machen. Also ich meine, jetzt habe ich das Carly-Ding ja eh und ich habe das Abo auch für ein Jahr. Also heißt, das könnten wir dann nochmal machen. So. Hi Mischa, du bist jetzt öfter mit Kai Ebel unterwegs, finde ihn so unkompliziert, anders positiv sympathisch. Rüdiger, Dankeschön, ist er auch. An dieser Stelle lieben Gruß Kai. Ja, ich freue mich, wenn wir bald wieder was zusammen machen. Und da kommt auch bald wieder was, ja. So, wäre jetzt interessant, ob es beim Type R auch funktioniert und man nicht bei jedem Start OK drücken muss auf dem Display. Michael Klüttner, ich habe mir nur das Abo für Seat, VW, Audi und Skoda runtergeholt. Ich habe mir nicht das Abo für Honda runtergeholt. Das könnten wir nochmal machen. Beziehungsweise könnte ich mit dem Carly einmal auslesen, was ich alles beim Honda verändern kann. Und das würde ich dir dann hier nochmal schreiben. Beziehungsweise könnte ich das auch am Montag in einem kurzen, knappen Video machen. Das machen wir. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich mache am Montag ein Video, wo ich diese Fragen, die hier zu Carly gekommen sind, nochmal extra einzeln beantworte. Ja? Ich weiß noch nicht, ob ich es Montag online stelle. Das kann ich noch nicht versprechen. Aber ich mache das Video am Montag auf jeden Fall. So, habe letztens mit meinem Kumpel so ein Gerät auf dem Tisch gesehen. Ralf Eggert, ja. Und dann hast du es bei mir im Video gesehen. Super. Hi Mischa, kann man die Schubabschaltung ausschalten? Könntest du die ganzen Funktionen mal erläutern zum Thema Codieren in der App? Tolles Video. Josh Hauri, ich hoffe, du siehst dieses It's Friday, then Saturday, Sunday, what? Video. Und kriegst das jetzt auch mit, was ich hier sage? Da schreibt der Rüdiger schon runter, habe ich gar nicht gesehen. Ein direkter Eingriff ins Motorsteuergerät ist nicht möglich. Das stimmt. Man kann nicht ins Motorsteuergerät rein. Man kann halt nur so Sachen ein- und ausschalten, wie zum Beispiel das Tagfahrlicht anders machen, wie ich die Sitzheizung anders mache. Die ist übrigens sehr, sehr heiß. Man kann amerikanische Blinker einstellen. Das habe ich jetzt alles nur gelesen. Ich weiß auch nicht, ob das alles und wie das alles funktioniert. Man kann zum Beispiel ausschalten, dass wenn man rollt und die Fahrertür ist auf, fängt der Wagen ja sehr stark an zu piepen. Und das kann man zum Beispiel direkt ausschalten. Ne, ich weiß nicht, wofür sowas gut sein soll. Also ich würde es nicht ausschalten, aber ja, mir ging es auch wirklich nur um diese Start-Stopp, weil mich das echt immer nervt. Und ja, sag doch mal, was du genau meinst, Josh Hauri. Schubabschaltung ausschalten, könntest du die ganzen Funktionen mal erläutern zum Thema Codieren in der App. Sag nochmal genau, was du da meinst und dann werde ich, wenn ich das Video am Montag mache, nochmal genau auf diese Sachen eingehen. Dann machen wir nochmal ein Video zu, habe ich Bock zu und ja, ich glaube, ihr habt auch noch ein bisschen viele Fragen, deswegen machen wir das nochmal. So, das war's nämlich dann schon und komischerweise auch, ich bin nämlich jetzt bei TikTok, wenn ich weiß, dass ich bei TikTok bin, ich bin bei TikTok. Habt aber nicht so viele lustige Videos, da könnt ihr mir gerne Anregungen schreiben, was man da noch alles so machen kann. Wir sind bei 2208 Abonnenten und das Carly-Video hat echt gut performt. Da sind wir mittlerweile auf Platz 2 von 10 Aufrufen. Das ist eine interne Geschichte hier. So, wo habe ich denn die Aufrufe von dem Video? 347 Aufrufe. Cool. Also jetzt, wenn das Video online ist, bestimmt noch ein bisschen mehr, ne? Weil, ja, ist ja noch ein bisschen versetzt. So, das haben wir. Das war's eigentlich schon. Wir sind eigentlich schon am Ende des Videos. Sehr kurzes, knappes Video. Friday-Video. Und ja, was steht an? Heute Friday. Am Sonntag kommt VW Caddy. Da muss ich euch zu sagen. Also, ich habe diesen neuen VW Caddy gehabt. Ich weiß nicht, wer es bei Instagram noch nicht gesehen hat. Hier, Instagram. Wenn ihr bei Instagram noch nicht folgt, kann das gerne tun. Bei Instagram habe ich schon, glaube ich, ein Bild darüber gezeigt, ein Video mit Matthias hochgeladen, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt am Sonntag das Video davon. Ich habe das Auto gesehen am Kindergarten bei uns, da ist eine Dame mitgefahren und ich fand den irgendwie cool. Weil Caddy ist ja, wenn man Caddy hört, denkt man immer zwei Sitzer, schmeißt hinten Sachen rein, hinten sind keine Fenster und so. Aber nein, das ist mittlerweile ein richtiges Auto. Das gab es auch früher schon als richtiges Auto, also in der ersten Version, auch mit Scheiben hinten, mit Sitzbank und so, aber das war ja nicht annähernd irgendwie bequem oder, also luxuriös will ich nicht sagen, aber nicht annähernd bequem. Der neue Caddy, es ist wie Busfahren, kann ich euch sagen. Also man hat so viel Platz in dem Ding, aber das Video kommt am Sonntag. Und dann kommt am Mittwoch das erste Video, dein Auto, meine Fragen, mit einem Auto, was sehr, sehr laut ist und sehr, sehr viel Dampf hat. Und ja, das drehen wir am Sonntag und ich hoffe, das kann ich dann am Mittwoch online stellen. Ja, müsste ich schaffen, ne? Zwei Tage schneiden. Kriegen wir hin, Mischa. Ja, und dann gucken wir, wann das andere Carly-Video noch kommt. Das machen wir ganz einfach, Kamera aufstellen und ich erkläre noch mal ein bisschen dazu, genau. Und dann kommt schon wieder, it's Friday, Saturday, Sunday, what? So, das war's. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns am Sonntag mit VW Caddy.
und zwischendurch bei Instagram oder bei TikTok. TikTok, TikTok. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Ey, tschüss. Papa, du weißt, was heute ist, ne? Was meinst du? It's Friday then. It's Saturday, Sunday. In the lies again. It's Saturday, Sunday. In the lies again. It's Friday.